Also, mein Name ist Pablo Fontanier. In der Graffiti-Szene besser bekannt als Sombre, weil genau das ist, was ich tue. Ich mache Graffiti. Mittlerweile seit 1995. Da habe ich angefangen mit den ersten Gehversuchen. Und jetzt seit 3 Jahren hier wahlweise in Nürnberg. Ey, Graffiti ist ein Leistungssport. So. Du musst Gas geben, du musst trainieren, du musst üben. So. Und nur dann wirst du besser. Aber es sind so kleine Dinge, die dich ein bisschen nach vorne treiben. Ich möchte Graffiti nicht generell als Kunst betiteln, so, weil Fakt ist, ey, malen ist auch nicht immer Kunst. Ey, wenn jetzt ein Dreijähriger irgendwie sein Ferienerlebnis malt, ist es auch keine Kunst. Aber es ist halt malen und so ist Graffiti auch. Es gibt Leute, die machen damit Kunst und wieder andere, die malen einfach bloß. Es ist auf jeden Fall ganz oder gar nicht. Graffiti ist zeitintensiv, kohlenintensiv und energieintensiv. Mach's oder lass es, aber nicht so eine halbe Sache.